Jo, da wäre er wieder. Ich habe schon reingeguckt und es sah soweit alles gut aus. Hier sieht noch man noch ein Bild von dem alten blauen Mann. Der ist gleich weg. Und dafür haben wir, ta-ta-ta-ta, den orangenen Mann. Den da. Mit seinem Gastank oder was auch immer auf dem Rücken, Gewehr an der Seite, Taschenlampe auf dem Kopf. Also sehr schick gemacht. Wirkt aber wesentlich, größer. Also vorher waren die Türme noch größer als der Mensch, gefühlt zumindest. Jetzt ist der Mensch größer als die Türme. Aber es ist ja nicht so schlimm. Proportionen hauen soweit noch hin. Machen wir aber einen kurzen Rundgang durchs Lager, ob alles okay ist. Das habe ich vorhin auch schon mal gemacht, aber vielleicht fällt mir jetzt ja noch was auf, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Das einzig wirklich Negative, also zwei Punkte sind mir negativ aufgefallen. Zum einen, das Licht ist wieder in Ordnung. Also, bevor ich das jetzt gepatcht habe, hatten wir eine Version benutzt, wo das Licht, also die Lampen, sehr, sehr stark waren. Das wurde jetzt behoben, der Fehler in Anführungszeichen. Das heißt, wir haben wesentlich mehr dunkle Flecken, die wir vorher halt nicht hatten, weil die Lampe da bis hier hinten hingeschienen hat. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Basis nach und nach wieder ein wenig erhellen. Das heißt, ich hau jetzt einfach mal immer wieder sporadisch hier Lampen hin. Das heißt, dieses Muster mit eine Lampe, drei frei, eine Lampe, drei frei, das klappt nicht mehr so wirklich gut. Ich werde jetzt einfach überall, wo Platz ist, ein paar Lampen hinhauen und dann passt das schon. Das war der eine Punkt, der mir negativ aufgefallen ist. Der andere war, dass manche der Roboter, wenn sie Lasten tragen, die nicht anzeigen. Also das Symbol fehlt. Es könnte an Ditec liegen. Ich weiß nicht genau, was es da ist. Oder es war einfach nur ein Anzeigefehler, als ich das eben gerade ausprobiert habe. Weil jetzt sieht man die ganzen Symbole. Also vorher war es so, man sah dann nur die Vanilla-Symbole und ein paar von den Ditec-Sachen fehlten. Ja, die Roboter selber sehen jetzt übrigens auch anders aus. Kann man jetzt einmal sehen. So. Ja, das war eigentlich der zweite Punkt, der mir negativ aufgefallen war. Dass die Roboter halt nicht immer alles anzeigen, was sie angeschleppt bekommen. Aber sonst, also Stahlflüssigkeitstank ist voll, Eisenflüssigkeitstank ist voll, Kupferflüssigkeitstank ist leer. Das hat einen einfachen Grund. Unten wurden Fließbänder gekappt. Das könnte entweder am Patch liegen, aber das finde ich eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass nur ein kleines Stückchen Fließband entfernt wurde. Oder ich war das mit meinen roten Blaupausen und habe dann da was gekappt, was nicht hätte gekappt werden sollen. Ja, das war höchstwahrscheinlich ich, als ich hier die Bäume weggemacht habe. Das heißt, das muss da wieder hin. Und noch eine Sache, an die ich mich gewöhnen muss, die Maustasten wurden irgendwie umgedreht. Also wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste das normalerweise legen will, das geht nicht mehr. Das ist jetzt mit links. Und rechte Maustaste ist immer abreißen. Aber das haben sie jetzt auch vereinheitlicht. Also auch wenn ich Kisten öffnen will, ist das auch mit links. Wenn ich Kisten abreißen will, mit rechts. Also Container und alles andere ist alles einheitlich geworden. Ja, also das hatte ich überprüft gehabt. Ich hätte die Flüssigkeiten hier überprüft gehabt. Also es sind keine Flüssigkeiten verloren gegangen in den Tanks. Das ist sehr gut. Stromversorgung haut soweit auch hin. Da muss ich jetzt links drauf drücken, richtig? Richtig. Ja. Stromversorgung ist immer noch soweit vorhanden. Ich kann immer noch keine die da bauen. Also ich brauche immer noch dieselben Ressourcen. Da wurde nichts gedreht. Also es ist dadurch nicht einfacher geworden für uns. Das Einzige, was eventuell einfacher geworden ist, ist, dass halt neue Forschung dazu gekommen ist. Und das hier ist absolut dunkel, das geht ja mal gar nicht. Hau mal dazwischen immer eine Lampe. So, und ich brauche mehr Lampen, viel mehr Lampen. So. Hellblaue Tränke fehlen, kommen langsam runter, wir werden angegriffen und Roboter werden zerstört? Warum werden Roboter zerstört? Also es kann gut sein, dass ein Roboter gerade ankam, das reparieren wollte und hat da eine gewischt bekommen. Das ist nicht so schön. Die sind relativ teuer. Oh, apropos relativ teuer. Ich stelle jetzt schon seit einer ganzen Weile die Konstruktionsroboter her. Das sollte ich, glaube ich, auch mal umstellen. Also auf zu Skynet. Das war da unten. Warte.
dunki 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 da. Wenn er gebaut wird, kommt er hier rein. Ja. Kann man das hier auch ansehen? 70 Roboter sind da drin. Das reicht mir erstmal. Bau bitte lieber die besseren Logistikbots. Dazu müsste ich die anderen einfangen. Wie stelle ich das denn nun an? Ich lasse mich mit irgendwas beliefern und fange die Roboter dann ein? Stell bitte erstmal ganz normale Roboter her. Gut. Das mit dem Einfangen überlege ich mir gleich nochmal. Ich hole mir auf jeden Fall schon mal blaue Chips. Oh, die kann ich mir jetzt auch liefern lassen. Ja, und hier sind übrigens die neuen Science Packs. Ich finde das so krank. Also, die da kennen wir und den da kennen wir. Das da ist ein Nature Science Pack, ein Resource Science Pack, ein Industrial Science Pack, ein Fluid Science Pack, ein Technology Science Pack, ein War Science Pack, ein Biter Science Pack, ein Advanced Science Pack, ein Nuclear Science Pack und ein Highly Advanced Science Pack. Man kann es auch ein wenig übertreiben, oder? Ja, das heißt, die werden wir jetzt eventuell auch gleich automatisieren müssen. Aber erstmal warte ich, bis die Forschung durch ist. Und wenn die Forschung durch ist, dann gucken wir, was wir brauchen, um die aktuellen Projekte zu machen. Und das automatisieren wir dann. Ich will jetzt nicht einfach blind vor mich hin automatisieren, obwohl wir die Sachen vielleicht gar nicht mehr brauchen. Weil ich denke mal, gerade so eine Sache wie Nature Science Pack, das hört sich so nach Low-Tech an. Also was man ganz am Anfang braucht. Da könnte es gut sein, dass wir die gar nicht mehr automatisieren müssen. Gib mir mal hier Mauern, gut. Was wollte ich alles noch angeliefert bekommen? Ich hätte gerne blaue Chips. 200 Stück. Ich hätte gerne rote Chips. 200 Stück. Ich hätte gerne Metallzahnräder. Achso, die sind wieder bei Ditec, ne? Genau da. Wie hoch stecken die? Immer davon auch mal 200 Stück. So, habe ich da schon. Dann mach daraus bitte Steinzahnräder. 100 Stück. Nam, nam, nam. Die Chips habe ich schon. Blaue Ärmchen. Haben wir die irgendwo automatisiert? Ich glaube nicht. Die Module. Ja, nee, komm, das brauche ich nicht unbedingt. Batterien? Habe ich Batterien schon? Nee. Gib mir bitte Batterien immer 100 Stück. Und wo ich gerade die Laser gesehen habe, ich kann ja das Laser-Shotgun-Ding jetzt bauen. Ja, sehr schön. Ich hatte irgendwo extra eine Schmiede aufgebaut, genau da. Eine Schmelze, meine ich. So. Ich hätte gern 22 Glas. Schön, dass es immer wieder aufrundet. Mal schneller. So, 22 Glas, dann kann ich gleich die Combat-Shotgun, die Laser-Combat-Schieß mich tot machen. Und dann gucken, wie stark die ist im Vergleich zu dem Lasergewehr. Ich hoffe ja mal sehr viel stärker. So, 19, 20, 21, zack. Her damit, her damit, her damit. Was fehlt die jetzt noch? Was? 20 von 22 Glas. Das sind 22. Achso, und die Lasergun. Also er braucht eine Lasergun, um die Combat Lasergun zu machen. Das heißt, ich gucke jetzt einfach mal in mein Lager und hole die Lasergun da wieder raus. Okay. Blaue Tränke, echt. Später. Also ich will mich erstmal um das jetzt kümmern und wenn das durch ist, dann kann ich ruhig irgendwas versuchen zu optimieren. Hier ist keine Lasergun. Das macht das Ganze dezent schwierig. Aber ich hatte sie doch ins Lager gepackt. Komisch. Na gut, dann baue ich jetzt bitte eine Lasergun.
stell noch zwei Glas her und dann mach das halt so. So, und du brauchst Brennstoff. Stimmt. Brennstoffblöcke brauche ich auch. Ich sollte nur mal die Pufferkiste zu einer Provider-Chest machen. Das muss dann mal eine große werden. So. Lalalala. Die da. Wo bist du? Da. Ist leider nicht im Einzugsgebiet. Ja gut, dann gib mir bitte das so. Weil ich will nicht wieder mit Holzkohle fahren müssen oder mit Holz an sich. Das war doch dezent tödlich, fast. Achso, neue Sachen zum Herstellen. Habe ich jetzt auf den ersten Blick so nicht gesehen. Also Sachen, die einfach so reingeschoben worden sind. Ich denke mal, das müssen wir alles extra erforschen. Ja, ist nichts dazu gekommen, was mir jetzt so direkt ins Auge sticht. Okay. Ich wollte noch Sand einschmelzen. Und zwar da. Zwei Stück. Klick. Eins, zwei. Warum machst du nichts? Achso, du brauchst mehr, um Glas herzustellen. Okay. So. Okay, Combat Laser. Was? Alter, jetzt nimm hier. Nimm ganz viel. Das und dann habe ich halt Überschuss im Inventar. Das ist echt ein komisches Ding. So. Da, Laser Shotgun. Stell her. Und die Laser Gun war die ganze Zeit bei mir im Inventar. Laser Shotgun. Ja. Munition für die Laser Shotgun brauche ich dann noch. Und daran hapert es, weil man braucht Polish-Zeug. Das heißt, ich kann das Ding gar nicht ausprobieren. Ja, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass man die billigste Stufe wenigstens am Anfang auch schon herstellen kann. Aber nein. Das heißt, die Combat Laser Gun können wir echt erst testen. Das sollten nicht Roboter machen. Das ist sowas von eine schlechte Idee. Ja, nicht. Du. So. Die Combat Laser Gun sollten wir echt erst benutzen, wenn wir Polished Sachen herstellen können. So, das heißt, du läufst jetzt bitte. Was? War gerade so ein komisches Symbol auf dem Boden. Du dahin. Wo lassen wir das dann staunen? Ja, gehen wir weiter. Weiter. Und dann machen wir hier Ärmchen hin, die keinen Strom haben natürlich. Du stell her. So. Da. Eisenkiste. Na gut, Eisenkiste ist echt ein bisschen mau, selbst für eine. So, es sollte jetzt niemand. Du. Hör auf, Sand zu verlangen. Das heißt, wir haben sie dann in einer Provider-Chest. Aber im Idealfall sollte niemand danach fragen. Aber falls es doch mal wichtig sein sollte, haben wir es vorrätig im System. Weil momentan wird ja eh anscheinend alles vorher weggeschnappt. Ja. Gut. Machen wir dann nochmal ein Ärmchen hin, passt das. So, das hätten wir also auch. Also wir haben jetzt eine tolle Combat Laser Shotgun, die werden wir nicht nutzen. Wir müssen jetzt erst Bronze herstellen. Ja, richtig. Wir müssen erst Bronze herstellen, damit wir den Kristalldrill herstellen können. Damit bauen wir dann Kristalle ab, kriegen hoffentlich Diamant und damit können wir das Polish-Zeug herstellen.
Gut. Das heißt, ich sollte jetzt möglichst stark das hier boosten. Du brauchst rote Chips. Da. Warum arbeitest du nicht? Weil immer noch kein Kupfer ankommt. Das Problem hatte ich doch gerade gefixt. Oder habe ich noch irgendwo was abgerissen? Gehen wir hier mal in die dunkle Welt. Einfach sporadisch ein bisschen Lichter reinballern. So, also Kupfer ist immer noch leer. Okay. Es kommt aber eine Menge Kupfer an. Es wird nur alles verbraucht, ne? Packen wir hier oben auch nochmal Licht hin. So und so. Mach mal. Schneller wollte ich gerade sagen, aber wir haben keine Speedmodule mehr. Wir scheinen irgendwie anders zu arbeiten als vorher. Gefühlt zumindest. So oder so brauchen wir jetzt Speedmodule. Wie sieht die Schlacke aus? Die Schlacke ist fast leer. Oh, und die Rohre sind jetzt auch wirklich farblich markiert. Das ist sehr praktisch. Sieht total hässlich aus mit blauen und grünen Pumpen und rosa Rohren und... Aber es ist praktisch. Sollte später eh alles einheitlich sein. Module. Module waren da hinten. So, gib mir... Was? Da sind 4 Speedmodule drin. Ernsthaft? Kann ich irgendwas davon pushen? Nein. Gib mir die Speedmodule, tu die Speedmodule da rein. Dann warte ich sehnsüchtig auf mehr Speedmodule. Um dann oben die Zentrifugen zu verstärken.